Hallo liebe Zuseher von Bobbert Aktuell, ich bin heute hier in Raven-Giersburg im sogenannten Hunsrückdom und zwar auf Einladung von Markus Rodenberger. Das ist der Leiter der Musikschule, der Kreismusikschule in Simmern. Die geben heute ein Serenadenkonzert hier und da ich selbst nicht so der Fachmann für die klassische Musik bin, ich zeichne das heute nur auf, würde ich sagen, werden die beiden Herren uns mal erklären, was uns heute Abend erwartet. Ich bin der Markus Rodenberger, wie Herr Hommer schon eben erwähnt hat. Leiter der Kreismusikschule. Ich freue mich heute Abend auf das Konzert. Hier ist ein klassisches Konzert. Das Kammerorchester unter Leitung von Herrn Buchowick wird hier ein italienischer Abend vorstellen. Verschiedene Künstler sind hier zugange und ich gebe jetzt das Mikrofon direkt weiter zu Herrn Buchowick. Ja, also mein Name ist Michael Buchowick, ich leite das Kammerorchester und heute ist für uns alle ein besonderes Konzert. Tatsächlich, ich habe selbst ziemlich zufällig festgestellt, vor 2 Tagen war es auf den Tag genau, dass vor 10 Jahren mein erstes Konzert mit diesem Orchester stattgefunden hat. Das war am 22. September 2012 in Simmern in der Stephanskirche und heute feiern wir somit quasi unser 10. Und zwar, wir spielen ein wunderschönes italienisches Programm, beginnend mit Gaetano Donizetti, also mit einem quasi Altklassiker der italienischen Belcanto-Oper und landen dann sehr schnell auch im 20. Jahrhundert mit Michele Mangani und vor allem Ottorino Respighi ist eigentlich ein total unterschätzter, aber wunderbarer Komponist, den man eigentlich nur jedem ans Herz legen kann. Jeder, der seine Musik hört, stellt sofort fest, es ist herrlich, es ist wunderschön, warum kannte ich es vorhin nicht? Und nun versuchen wir genau dagegen anzukämpfen und diese Musik möglichst vielen Menschen bekannt zu machen. Herr Buchowick, darf ich Sie persönlich eine Frage stellen, dass Sie sich vielleicht mal kurz vorstellen und mal Ihren Werdegang, wie Sie zur Musik gekommen sind und wie Sie hier nach Simmern gekommen sind? Und zwar, gebürtig komme ich aus Russland. Ich bin in St. Petersburg geboren, habe dort Abitur gemacht, Musikstudium und bin dann zum Aufbaustudium nach Deutschland gekommen, an damaligen Fachbereich Musik der Uni Mainz. Heute ist es eine Musikhochschule in Mainz. Ich bin Cellist und Dirigent, also an der Kreismusikschule unterrichte ich Cello. Und hier dirigiere ich eben das Kammerorchester. Gut, meine Mutter ist Berufspianistin, insofern, also dass ich Musiker werde, war quasi eine Selbstverständlichkeit. Das wusste ich noch, bevor ich richtig sprechen konnte. Also die Frage stellt sich gar nicht, wie ich zur Musik gekommen bin. Es war nur fraglich, welches Instrument. Es hat sich einfach dadurch gelöst, dass meine Mutter Kammermusik gemacht hat und mit einem Cellisten zusammengespielt hat. So habe ich das Cello gesehen. Die Sache war für mich entschieden. Und kurze Zeit später kam ich auch in Berührung mit dem Dirigieren, habe ich im Konzert einen Dirigenten gesehen. Und da war auch schon gleich das zweite Gleis besetzt, sozusagen in meinem Leben. Vielen Dank. Herr Rodenberger, wie sind Sie zur Musik gekommen und zur Kreismusikschule in Simmern? Ja, also mein Vater hat natürlich auch schon Musik gemacht und da geht man in die Fußstapfen von seinem Vater. Und ja, ich kam dann auch dazu. Ich war im Musikverein viel und dann irgendwann habe ich auch Musik studiert, beziehungsweise Jazz-Schlagzeug in Frankfurt. Das war so, das ist mein Hauptinstrument. Ich war schon ewig hier an der Kreismusikschule, schon über 20 Jahre. Und da wurde ich gefragt, ob ich die Leitung übernehmen soll. Die Kolleginnen und Kollegen fanden das, dass ich das ja auf jeden Fall probieren soll. Und ja, und so kam ich dann dazu. Seit 3 Jahren bin ich es. Dann sage ich nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich zur Ernennung. Ja, und sage vielen Dank. So, und dann seid gespannt, was euch gleich im Konzert erwartet. Gleich geht's los.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
So, liebe Zuhörer, das war's jetzt.